Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Kraftvoll in den Tag. Schön, dass du dabei bist. Mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir werden immer eine Übung dynamisch machen, das heißt bewegend, die andere Übung dann statisch, also innehaltend. Wir werden Muskeln trainieren in all ihren Varianten und wenn wir Abwechslung reich trainieren, dann ist das natürlich sehr effektiv. Im Alltag ist auch nie etwas gleich, ist immer alles etwas anders. Also ich wünsche dir viel Spaß und ein ganz kleines Aufwärmtraining vorweg. Roll deine Füße ab, Fußspitze, Ferse, ganz entspannt. Wichtig ist schon mal deine Aufrichtung natürlich, also Brustbein anheben, den Bauch spannen und die Schultern kreisen nach hinten. So richtig locker zurück. Schultergelenke aufwärmen, dann die Ellbogen etwas größer, auch die Fußgelenke natürlich jetzt mobilisieren. Und dann gehen die Arme nach oben Richtung Decke, hoch und wieder zurück. Schieb nach oben und achte auf einen entspannten Schultergürtel bei der Bewegung. Dann halte die Arme, stopp und zieh deine Knie im Wechsel nach oben. Und jetzt drehst du deinen Ellbogen immer zum gegenüberliegenden Knie. Muss sie nicht berühren, aber die Richtung. Beweg deine Wirbelsäule, Hüftgelenke. Und jetzt die Hand zum Fuß. Das heißt, dreh noch ein bisschen mehr aus. Komm ruhig in eine Grätsche. Und bleib dann in der Grätsche stehen. Stopp! Die Hände zur Faustballen, die Schultern nach hinten unten ziehen und jetzt ganz kraftvoll die Unterarme Richtung Schultern und wieder öffnen. Bizeps, also richtig mit Kraft, verkürze den Muskel. Schultern arbeiten natürlich auch. Erste Kräftigung. Immer mit der Muskelkraft Spannung aufbauen und die Arme locker entspannen, Schultern zurückreißen. Setz dich jetzt nach unten, Rücken gerade, richtig weit nach unten, vielleicht sogar in die Waagrechte. Wenn du kannst, nimm die Hände nach vorne und halte Beinkraft. Richtig schön tief. So ungefähr 30 Sekunden hier halten. Es darf dann auch mit der Zeit natürlich wärmer werden. Immer noch. Geht noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und auslockern. Kurz locker lassen, Oberkörper nach vorne, stützt dich ruhig auf die Oberschenkel ab. Und jetzt gehen deine Arme zur Seite, deine Schulterblätter küssen sich da hinten. Und wir gehen wieder dynamisch hoch und zieh ganz kraftvoll, gefühlt ein Gummiband nach hinten unten. Schultern küssen sich, nochmal die Schulterblätter und ganz fest. Spür deine Rückenstreckmuskulatur. Bauch fest.
Noch einmal. Und aufrichten, lockern. Arme nach oben, Ellbogen zurück und schau jetzt, dass du ganz kraftvoll deine Schulterblätter hinten zusammenziehst und hältst. Halten, halten. Fest, fest, fest. Auch hier wieder ungefähr 30 Sekunden, so fest wie du kannst. Immer noch ziehen. Es darf heiß werden. Und kurz auflösen, Schultern lockern. Deine Handballen jetzt aneinander drücken, den Nacken entspannen und drück zusammen und schieb die Arme nach vorne und zieh sie wieder zurück. Deine Brustmuskulatur stärken, so fest wie du kannst, zusammendrücken. Wichtig ist dein entspannter Nacken. Immer noch. Muskeln sind natürlich ganz wichtig, auch für unsere Knochen. Und Muskulatur nimmt ab. Eigentlich schon ungefähr ab dem 30. Lebensjahr. Also wir sollten Muskeln immer stärken. Und mit der Muskelkraft alleine, mit unserem Körpergewicht, kann man da ganz viel machen. Letzten. Drei noch. Noch zwei. Druck, Druck, Druck. Letztes Mal und zurückkommen, die Arme auslockern. Hüftbreit deine Beine aufstellen. Tu so, als würdest du dich auf einen Hocker setzen nach hinten und bleib hier unten sitzen. Da wieder ungefähr 30 Sekunden. Rücken gerade. Oberschenkel vielleicht in die Waagrechte, Blick nach vorne zu mir, Gesicht entspannen. Durchhalten. Noch vier, drei, zwei und hochkommen, auslockern. Super. Ein Bein zurückstellen, Oberkörper wieder leicht nach vorne, Oberarme sind in der Waagrechten, Hände zur Faustballen und jetzt dynamisch den Trizeps, den Oberarm hier stärken. Oberarm bleibt, nur die Unterarme kraftvoll strecken. Bein wechseln, nochmal, wirklich die Oberarme an der Stelle lassen. Und wieder zurückkommen, auflösen. Aufrichten, auslockern, gleich nochmal das andere Bein zurückstellen, hüftbreit deine Füße, vorderes Knie ist über der Ferse, hinteres Knie geht Richtung Boden und egal wie weit du jetzt hier nach unten kommst, halte. Wieder ungefähr 30 Sekunden, Beinkraft. Wichtig ist, das vordere Knie über der Ferse zu halten. Atmen. Die letzten. Und gleich wechseln. Andere Seite. Zurückkommen. Knie Richtung Boden. Vorderes Knie über der Ferse. Halten. Gehst so tief, wie es für dich
noch angenehm ist. Und lösen. Super. Auslockern. Wir starten noch eine Runde in der Grätsche. Schultern zurück, Knie beugen, Hände zur Faust und kraftvoll den Bizeps. Zweite Runde. Atmen, immer noch und noch einmal lösen, lockern, tief kommen und halten, aufrecht bleiben, 30 Sekunden ungefähr. Geht's? Die letzte Runde versprochen. Noch 10 Sekunden. Und locker. Oberkörper nach vorne. Wichtig ist, der Rücken ist ganz gerade, der Bauch ist aktiv. Arme zur Seite und jetzt schieb die Arme vor. Du kannst auch Gefühl mit den Handflächen nach vorne drücken. Hol sie ganz kraftvoll wieder zurück. Nochmal vordrücken und zurückziehen. Immer noch. Wenn es nicht mehr geht, dann ruhig mal Pausen einlegen. Du machst es nur für dich. Noch einmal. Und aufrichten, kurz lockern. Knie beugen, dann die Arme seitlich, waagrecht und so fest wie du kannst deine Schulterblätter sich küssen lassen. Halten. Halten, halten, halten. Da wird es heiß zwischen den Schulterblättern. Das ist schon gut so. Fester. Ist der Nacken locker? Vier, drei, zwei und lösen. Handballen zusammen. Es wird schon warm da oben. Druck. Und jetzt schiebst du kraftvoll vor und ziehst kraftvoll wieder die Hände zum Brustbein. Brustmuskulatur. Auch die Handgelenksmuskulatur, die wir hier kräftigen. Dazu wirklich fest aneinander drücken, die Handballen. Die Muskeln brauchen wir, wenn wir stolpern und uns mit den Händen zum Beispiel abfangen. Dass wir da erstens mal beweglich sind und zweitens natürlich kräftig genug. Noch viermal. Noch drei, noch zwei, noch einmal so fest wie du kannst und zurückkommen, lockern, schütteln. Oben dürfen wir entspannen, es geht weiter hüftbreit,
gleichmäßig belasten die Füße. Tief kommen und halten. Blick nach vorne zu mir. Und du gehst so tief, wie es für dich am besten ist. Immer noch. 5, 4, 3, 2, 1. Aufrichten. Oh, lockern. Ein Bein vorne, anderes Bein zurück. Oberarme in die Waagrechte. Strecken, beugen. Gegen die Schwerkraft. Mit der Kraft der Muskulatur. Und das Ganze auch mit dem anderen Bein hinten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Gleich das andere Bein zurück, hüftbreit stehen, vorderes Knie bei der Ferse absenken und genüsslich hier unten bleiben. Egal wie tief, bleib im Oberkörper aufgerichtet. 30 Sekunden Po fest. Und gleich nochmal wechseln. Super. Anderes Bein. Wieder tief. Knie über der Ferse vorne. Aufgerichtet bleiben. So tief wie möglich. Po anspannen. Eine Seite ist leichter, oder? Gleich geschafft, versprochen. Und noch 4, 3, 2 und hochkommen, auslockern. Sehr, sehr, sehr gut. Locker dich richtig aus. Arme, Beine schütteln. Spürst du den ganzen Körper? Sehr gut. Lass richtig locker. Füße hüftbreit. Arme ganz entspannt schwingen. Nimm deinen Oberkörper leicht in die Bewegung mit. Rotier deine Brustwirbelsäule. Dann atme ein, nimm die Arme höher. Streck dich so richtig, zieh dich in die Länge. Die Handgelenke mit bewegen. Handflächen, Handrücken nach oben, Beine mit bewegen. Dann deine Arme zur Seite, Ellbogen zurück, Brustbein aufmachen, einatmen und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, fleißig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du spürst deine Muskeln vielleicht jetzt ein bisschen und auch morgen. Trizeps, Bizeps, natürlich Beine, der Bauch musste auch mit, ohne dass wir es eigentlich gemerkt haben. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar unten. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Den Link findest du auch da unten in der Beschreibung. Da steht deine Unterstützung. Und wenn du draufklickst, könntest du auswählen, mit wie viel im Monat. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Was es dir wert ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Lade noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Oder sei du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann.